står skarpt her og samlet her. Mm-hmm. Det er noget, som opstår. Altså, jeg arbejder med kabelbindere, fordi det er, det er lavet plastik, det er et stærkt materiale, og vi kender det alle sammen fra vores hverdag, når vi skal sammenføje ting. Håndværkeren bruger det i sit arbejde, og ja, hvis du har en plante på din altan, som vokser højt op, så er det godt at have kabelbindere i sit hjem. Intet hus og hjem uden en kabelbinder. Jeg er rigtig, rigtig glad for at arbejde med kabelbindere. Fordi kabelbinderen, som kommer fra en verden, en virkelighed, når jeg sætter det i en anden sammenhæng og bruger materialet, så bliver det som en metafor. Altså, at vi bevæger os fra en virkelighed til en ny virkelighed. Og det er altid meget fantasieggende og stiller spørgsmål til den person, som kigger på værket. Og det kan jeg som kunstner godt lide, at involvere alle, der kigger på værket. Ja, wir sind jetzt das zweite Mal dabei. Es ist einfach ein ganz tolles Projekt. Wir haben sehr gute Erfahrungen aus dem ersten Projekt gemacht. Unternehmenskultur ist ja etwas, was per se in jedem Unternehmen ist. Und deshalb ist die Brücke hin zu der Überlegung, wie ist es denn mit Kultur in Unternehmen, sehr naheliegend. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, das jetzt nochmal mitzumachen. Es ist sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt worden. Die Reaktionen waren enorm vielfältig. Als Anekdote kann ich vielleicht erzählen, dass nachdem das Kunstwerk und die Skulptur zunächst mal in einem Durchgangsbereich lag, dort sollte sie auch ursprünglich dann erstmal verbleiben, haben einige Mitarbeiter in einer kleinen Guerilla-Aktion sich dieser Skulptur bemächtigt und sie an den Ort gebracht, wo man gemeinhin leuchtend aufhängt, nämlich in einem Foyer. Und das fanden wir total spannend, weil es eben zeigt, wie sich dann wirklich auch damit auseinandergesetzt wird und wie jeder einen Bezug zu dieser Skulptur schafft und zu der Kunst, die hier im Unternehmen entstanden ist.